Das Ding sollte ich auch sehr wohl machen. Ehrlich, ich würde dann sagen, mit der Armee mache ich mich dann so. Inche. Bayabela. Schnell produzieren, schnell produzieren, schnell produzieren und ihm möglichst Hi. Klopf, klopf machen. Das Ding hat irgendwie mehr Leben, als ich so erwartet hätte, muss ich leider mal zugeben. Ja, einfach weiter. So, mal sehen, was jetzt passiert, wenn ich den da... Unser Reliquienkarren hat sein Garan erreicht. Sie haben beschlossen, sich nicht länger gegen uns zu stellen. Sehr schön. Dort sind dann schießen Pfeile. Jo, sein Garan ist ausgeschieden. Sehr schön schon mal. Jo. Eigentlich kann ich hier doch mal... Ich ziehe mich jetzt extra mit denen zurück, um halt... ein bisschen die Verluste wieder...
auffrischen zu können. Sehr schön, dann kann ich jetzt hier als nächstes. Bayabella. Io. Veo che la sai sai. So, einmal ihr da oben hin. Ihr auch noch mal. Ist hier noch irgendwo weiterer Stein? Ich sehe ja gerade keinen Stein, deshalb würde ich hier erstmal... Dann würde ich sagen, machen wir mal Klopf-Klopf hier. Also die dürften hier mir eigentlich neutral gesinnt sein. Ich schau mal einfach hier mit der Armee vorbei, mal sehen. Wir stehen an eurer Seite, Sundiata. Doch ihr müsst uns vor unseren Feinden schützen. Jo, krieg ich hin. Würde ich zumindest sagen, krieg ich hin, weil... der einzige Feind, der jetzt noch da ist... mit dem ihr in Anführungszeichen Probleme habt... sind es Labe und die werden jetzt einmal kurz niedergerollt. So, und jetzt ausschwärmen. Habe ich hier zufälligerweise schon... Nein, den habe ich noch nicht. Okay. Weiter geht's.
Okay, ich denke, das sollte jetzt relativ fix gehen, um ehrlich zu sein. Das ist mir relativ wumpe. Lass sie da ruhig weiter drauf schießen. Der Reliquienkarren hat die Stadt Labe erreicht. Die Bewohner haben ihre Waffen niedergelegt. Also, nach Waffen niedergelegt sieht es zwar gerade nicht aus, aber hey, egal. Wir rollen halt einfach mal weiter drüber. Alter. Der Bär hat aufgegeben und wir walzen hier da trotzdem einfach noch alles komplett platt. So, ich würde sagen, dann gehen wir. Dann bringen wir uns mal hier unten in Stellung. Ein paar davon erschaffen. Ein paar hiervon. Tatsächlich, Nahrung fehlt mir jetzt ein bisschen. Inche. Nimm bitte Teller. Okay, da ist ein bisschen was an Truppe ist schon mal hier unten jetzt. Da kommt meine Armee. Und die dürfen dann, denke ich, hier auch noch drüber walzen. Also ich weiß nicht wieso, ich habe das Gefühl, dass ich das relativ schnell beenden kann. Gleich hier. Die Dinger sind mir erstmal wichtiger als Ketzerei selber. Inchi. Einmal da erstmal ein wenig bauen.
Aber dann würde ich tatsächlich sagen, so wie das dann hier jetzt aussieht, sollte ich mich dann mal machen. Den kann ich noch. Na bene. Vai a bella. Na bene. Bravo. Io. Bravo. Ci com. So, wo ist dann? Ah ja, hier unten. Ich würde sagen, damit, das sollte ausreichen, um den, um da einmal rüber zu. Warte mal, ich kann ja noch. Habe ich ja ganz vergessen. Ich kann ja noch eine Waffenschmiede bauen. Hä? Ey, yo. Eigentlich würde ich mal spekulieren und sagen, dass die da durchkommen. Früher oder später kommen die da durch. Lassen wir die doch mal hier ein bisschen durchfräsen. Aber die scheinen. Die scheinen sehr versessen auf die Wände, auf die Mauern zu sein. Aus welchem Grund auch immer. Aber das ist doch schon mal vernünftig, dass sie da auf die Belagerungsgeräte und dergleichen gehen. Ey, ehrlich, was habt ihr da bitte sehr an den Mauern? Die Mauern können euch doch eigentlich egal sein. Ey, ja, ich denke, die Nummer ist durch. Die Nummer sollte absolut durch sein. Hat er überhaupt noch eine Armee? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat gar keine Truppen mehr, mit denen er mich überhaupt bekämpfen könnte. Ich glaube aber, damit ist die Mission auch durch. Zumindest wird sie nicht, was jetzt noch passieren sollte, weil ich habe ja eigentlich die ganze Karte erkundet. Meine Verbündeten leben auch noch alle. Unsere
Unser Reliquienkarren hat Niger erreicht. Sie werden sich nun ebenfalls der malischen Herrschaft unterwerfen. Sangaran, Labé und Niger lassen ausrichten, dass sie sich Sundiata, dem Herrscher Malis, unterwerfen werden. Das Blatt scheint sich zu unseren Gunsten zu wenden. Gewonnen! Sangaran, Labé, Niger, Tabon und Ouagadougou. Eines nach dem anderen schlossen sich die Reiche des Südens und Ostens Sundiata an. Doch für jeden König, der den Mandinka-Prinzen unterstützte, schien Sumanguru drei andere zu unterwerfen. So erfolgreich Sundiata auch war, sein Bündnis konnte noch nicht hoffen, Sosso zu besiegen. Sundiata brauchte einen besseren Plan. Okay. Ups. Das nächste Mal ist dann Jerbas Gold dran. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.